So, hier ein hin, da ein hin. Da ein hin. Ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Wollte ich das hier offen lassen oder wollte ich das schließen? Keine Ahnung. Also ich würde es jetzt pauschal, ich würde es einfach schließen wollen. Weil es gibt mit Sicherheit noch viele andere Wege, wie wir genau da hinkommen. So, ich nehme hier einfach das Holz mit. So. Damit ich für mich dann weiß, wenn ich von einer anderen Seite dahin komme, damit ich dann weiß, okay, hier nicht. Oder irgendwas, was mir dann auch immer durch den Kopf geht. Wahrscheinlich so 3 Punkte, 6 Punkte, 9 Punkte, 6 Punkte, 3 Punkte. So. Ach, weißt du was, jetzt können wir auch, glaube ich, nee, da. Können wir mal den hier machen, ein bisschen heller, ne? Und wir haben das mal geprüft, lieber Zuschauer, der du das gerade siehst und dieses Lied im Hintergrund hört. Wir haben das mal hier im Livestream geprüft. Es handelt sich nicht um die alte Nokia-Werbung. Falls du, lieber Zuschauer auf YouTube, alt genug bist, um das noch zu kennen. So, ich bin gespannt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, jetzt, da ist ja wieder, kommen wir mal zum Thema Twitch. Da es jetzt ja wieder so eine harte Bannwelle gab und es dieses Mal, also beim letzten Mal hat das keinen, meines Kenntnisstandes, keinen deutschen Streamer mit Relevanz getroffen. Dieses Mal sieht die Sache anders aus. Es gab wieder eine DMCA-Bannwelle. Und zwar wurde Papa Platte dieses Mal mit rausgebannt. Weil das wohl auch sein dritter DMCA-Strike gewesen ist. Jetzt ist das Interessante, man kann ja scheinbar seine Twitch-Clips nicht tatsächlich nicht löschen. Das finde ich wirklich, ja, also das heißt, ich habe über meine VODs und meine Clips habe ich keine Kontrolle. Ich habe darüber null Kontrolle. Denn was ich lösche, sind nicht die Clips, sondern das, was ich lösche, das sind die Verknüpfungen. Das sind straight up die Verknüpfungen. Die Videos sind nicht da, aber wenn man die Video-ID kennt, oder die Streaming-ID, Entschuldigung, so heißt es richtig, wenn man die Streaming-ID kennt, ist das Video wieder da. Das finde ich, ja, das kann man so machen. Normalerweise würde ich sagen, mit einem Lächeln im Gesicht ist dann auch Kacke, oder kann man so machen, ist dann halt Kacke. In dem Falle würde ich sagen, kann man so machen, ist halt nicht nur Kacke, sondern das ist, Da fehlen mir ehrlich gesagt sogar eigentlich genau genommen die Worte zu. Da fehlen genau mir, der jetzt normalerweise zu solchen Themen immer irgendeine Meinung hat, Alter, mir fehlen da einfach fucking die Worte zu. Hast du ein einziges Mal Musik gestreamt im Background, die in irgendeiner Art und Weise DMCA zu einem DMCA-Takedown führen kann, dann ist dein Kanal in Gefahr. Ende. So fühlt es sich jetzt an. So fühlt es sich jetzt zurzeit an. Und ich meine mal ganz ehrlich, ich habe mir doch nicht die Musik von Tony Hawk lizenziert. Und habe hier einfach fröhlich Tony Hawk gestreamt und habe gesagt, ich mache das VOD aus und fertig ab. Also das VOD soll von vornherein nicht mit aufgezeichnet werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das ist einfach, ich finde es einfach gruselig. Ich finde es gruselig und auch irgendwie echt unter... Ich finde es unter aller Sau eigentlich. Machen wir uns da nichts vor. Ich finde es persönlich unter aller Sau. Ich muss doch als Kanalinhaber, der für alles Mögliche zur Rechenschaft gezogen werden kann oder auch zur Rechenschaft gezogen wird, da muss ich doch aber auch eine volle Kontrolle von Twitch über eben meinen gesamten Content haben. Und den hat man zurzeit nicht. So fühlt es sich für mich zumindest an. Und ich sag mal ganz ehrlich, so ein Partner, der hat ja wenigstens noch jemanden, den er ansprechen kann. Ich als Affiliate, ja. Bei mir ist der Channel dann halt weg. Ich warte nur. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich warte nur, dass ich
das erste Mal eine E-Mail im Postfach habe, in der drin steht: Sehr geehrter Nutzer von Twitch, DMCA in dem und dem Video, und ich klicke das Video an und es steht halt legit dann da so von wegen, keine Ahnung, Minecraft, RET, heute wird's lustig, vom 27.06.2015. Auf sowas warte ich nur, dass sowas passiert. Ey, vor allem, da kannst du ja auch nichts machen. Du kannst da ja auch legit nichts gegen machen. Es ist mal eine Grauzone gewesen. Ja, das muss eigentlich auch jedem klar sein. Das Streaming ist mal eine fucking Grauzone gewesen. Ist es halt nicht mehr. Wir haben damals halt alle gegen das geltende Recht verstoßen. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ja. Jetzt müssen wir natürlich irgendwo mit den Konsequenzen leben. Aber es muss ja auch die Möglichkeit geben, konsequenzenlos aus der Sache rauszugehen, indem man eben sagt, alles klar, schweren Herzens lösche ich an dieser Stelle meine komplette Clip-Bibliothek, ich lösche meine kompletten VODs, ich lösche meine gesamten Highlights auf dem Channel. Es muss doch die Möglichkeit geben. Und diese Möglichkeit gibt es nicht. Weil scheinbar, selbst mit diesem Commander-Root-Tool, womit ja viele Leute dann gelöscht haben, selbst mit dem Commander-Root-Tool wird nur die Verknüpfung aufgehoben und gelöscht, aber scheinbar wirklich immer noch nicht der Clip. Der entsprechende Clip. So, und dann irgendwann stehst du da und sagst, jo, hier ist mein DMCA-Takedown. Bin gespannt, wann ich den kriege. Kann man natürlich sagen, es ist ja nicht gesagt, dass du den kriegst. Das ist richtig. Das ist richtig, dass es nicht gesagt ist und dass es auch nicht gesetzt ist. Aber ich bin felsenfest im Moment davon überzeugt, innerlich, dass das noch so eine Welle schlagen wird und dass auch Twitch... Das Twitch wird ausgedünnt. Ich würde so ausdrücken. Twitch wird einfach richtig hart ausgedünnt. Also ich gehe davon aus, dass Twitch früher oder später wirklich einmal gepurcht wird. Also mag so eine Ausdrücke nicht in solchen Zusammenhängen, aber in dem Zusammenhang, in dem aktuellen Zusammenhang vor allem, da passt der Ausdruck Purge. Und das ist ja nicht mal irgendwie Bauchgefühl oder so, sondern es ist ja einfach wahr. Es ist ja einfach real. Macht halt schon so ein bisschen betroffen. So, Enriched Iron. Dem müssen wir auch nochmal Kohle geben. Okay. Zack, rein damit. Haben wir da drin, ne? Yes. Shit. Okay, wir haben ja hier so ein bisschen Steinchen. Einen bitte. Okay. Also ich habe mich mit dem Thema DMCA-Takedowns habe ich mich jetzt versucht, ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Und mich auch versucht, ein bisschen darin einzulesen. Und ich muss sagen, das ist ein echt schweres Thema. Also für mich als komplett normalen Menschen, der jetzt nicht unbedingt Abitur oder irgendwas hat, fühlt sich das Thema einfach komplett schwer an. Und es fühlt sich einfach auch nicht ganz durchsichtig an. Es fühlt sich halt ziemlich unrund an. Ist so hoch, oder? Ja, nein, ist so hoch.
Ja, gestern Abend halt da bei Bubi im Stream über solche, über Streamer und so weiter und dieses ganze Gameplay eben auch noch gesprochen. Das wollte ich nochmal ansprechen. Man hört halt so viel, man hört halt so viel echt im Moment wieder von Leuten, die einfach, die es versucht haben und die dann in Anführungsstrichen gescheitert sind. Also, ich weiß nicht, ich habe da teilweise in einigen Punkten, ich habe da meine eigene Meinung mittlerweile zu. Und ich habe da auch eine ziemliche ist mir egal Einstellung zu entwickelt. Weil viele Punkte in Sachen Streaming und so weiter und wie Leute das Streaming auffassen. Also es geht dabei gar nicht mal um den Zuschauer, sondern es geht dabei um Leute, die selber streamen. Und mir ist halt wirklich aufgefallen, dass sehr viele Leute den Stream einschalten und denken, morgen haben sie 1000 Zuschauer und sind unabhängig und können sagen so, ich kündige jetzt meinen Job. So, what? What? Ich meine, Real Talk, rechnet euch doch mal aus, oder man kann sich ja mal ausrechnen, wie viele Zuschauer es eigentlich benötigt, bis man einigermaßen davon leben kann. Und mit einigermaßen würde ich wirklich sagen, so schon am Minimum. Am Existenzminimum. Da kommen aber schon ein paar Subscriber zusammen, die man braucht. Ich meine, ich glaube, so ziemlich jeder weiß ja, wie so die Schummelformel ist. Ich sage immer Schummelformel dazu, weil es ist halt einen Unterschied gibt, ob Twitch Prime, ob Bezahlabo, ob Partner, ob Affiliate, etc., etc., etc. Das kann man ja auch alles im Internet nachlesen. Ja, man sagt ja bei einem Streaming-Partner, was übrigens auch falsch ist, kann ich aber gleich mal was zu sagen. Viele Leute sagen ja, ein Streaming-Partner, der Share ist 70-30. Das ist falsch, der Share ist nicht 70-30. Der Share ist nur zu bestimmten gegebenen Voraussetzungen 70-30. Das bedeutet, 70% behält Amazon ein und 30% behält Amazon ein, 70% bekommt der Streamer. Aber das auch nur zu besonderen Voraussetzungen. Und zwar musst du dafür erstmal den 70-30 Share als Vertrag haben. Und das, Ladies and Gentlemen, das habe ich jetzt vor kurzem auch erst gelernt. Denn ich habe eigentlich immer gedacht, du wirst Twitch-Partner und du kriegst automatisch zu dem Partnervertrag den 70-30-Share. Nö. Du musst über einen gewissen Zeitraum musst du erstmal Abos sammeln und da ist es denn in einer Twitch-eigenen Formel ist es dann noch wichtig, welche Subs du da bekommst. Also sind es Paid-Subs, sind es gegiftete Subs, sind es Twitch Prime, beziehungsweise jetzt Prime Gaming und so weiter und so fort. Also das hängt damit zusammen. So, und bei mir, ich mache da eigentlich kein Geheimnis draus, weil ich muss da kein Geheimnis draus machen. Bei mir ist es ein ganz normaler 50-50 Share, denn das ist, was ich habe, das ist Affiliate und ich bin mit dem Affiliate soweit glücklich, weil ich bekomme eine Aufmerksamkeit von Twitch dafür, dass ich das Ganze mache und Twitch steckt sich halt da nicht alleine die Tasche voll, wie es ja YouTube in den letzten Jahren macht. Ja. Also um mit YouTube Geld zu verdienen, musstest du mal vor einigen Jahren einfach nur gutes Gameplay abliefern, musstest ein bisschen monetarisieren und dann hast du eigentlich zügig deine Kohle zusammengekriegt. Das ist irgendwann mal so 2014, 2015, sowas in dem Dreh, ist das mal irgendwann eingebrochen. Und das ist so hart eingebrochen, meine Damen und Herren, dass wir da wirklich davon reden, von gerundet 5000 Euro im Monat runter auf 1200 mit Gaming Content in dem Falle.
Das muss so 14, 15, sowas in dem Dreh gewesen sein. Und das hat auch bei weitem nicht alle getroffen. Das hat nur einige Gaming-Kategorien getroffen. Zum Beispiel das Spiel Minecraft. Und deswegen haben auch viele Leute dann in der Zeit damit aufgehört oder haben ihre fucking Seele an den Teufel verkauft. Aber ich habe ja schon mal gesagt, das Thema oder diese Themen, die sind halt schwierig. Die sind halt echt schwierig. Nur ich habe mir einfach mal gedacht, so, hier, während ich hier heute Abend so ein bisschen livestreame und das Ganze natürlich auch wieder einmal für YouTube zusammenstelle, ein kesselbuntes, ich hau hier mal wieder einen kesselbuntes raus an Halbwissen, eigener Meinung und dem Wissen von Dingen, die ich halt so kennengelernt habe. Das ist eine Seele, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ja, das ist auch eine philosophische Frage eigentlich, ne? Denn was ist eine Seele? Bei den Amis ist es denn ja so irgendwie, what's a spirit? Oder what is a spirit? Und da gibt es philosophische Antworten. Da kannst du einfach vorsitzen und kannst sagen, wow, das ist eine nette Klo-Lektüre. Wenn es mal wieder länger dauert. Kappa. Naja, sind wir hier wieder. Okay. Warte, jetzt. Einmal umgedreht, schon verlaufen. Er war nie weg. Trivolo war nie weg. Er macht's halt immer noch so. Dreht sich einmal um. Wo bin ich? Wo bin ich, wer ja und wenn ja, wie viele? Wo bin ich, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, aber was ist eine Seele? Was ist eine Seele? Eine philosophische Frage. Auf jeden Fall. Sehr philosophisch kann man das Ganze behandeln. Muss man natürlich nicht, aber man kann. So. Colin en masse. En masse. Ja. Diese Fackeln, die müssen gesetzt werden für Weltfrieden und diverse andere Themen. Oh. So, jetzt habe ich hier so viel weggebaut. Komplett einfach mal hier verirrt. Gestern Abend hatten wir auch, oder naja, nicht nur gestern Abend, also wir hatten in letzter Zeit auch nochmal so ein paar Gespräche, also ich hatte die mit Mr. Haribo, waren halt auch so ein bisschen interessant, das war jetzt nicht so ein geisteswissenschaftlicher Kram oder philosophischer Kram, aber einfach mal so, es ging auch so, genau, gestern Abend kamen wir da nochmal drauf, weil der Bubi Master, der gute Don Luxer, der hatte nochmal so erwähnt. Achso, übrigens hier, YouTube-Zuschauer, wenn ihr den Don Luxer noch nicht kennt, www.twitch.tv/Don Luxer, L-U-X-A. Unbedingt mal ein Abo da lassen. Oder ein Follow, nicht ein Abo. Follow. Lasst dem Jungen mal ein Follow da. Ein aufstrebender, junger Mensch, der sehr unterhaltend streamt. Streamt meistens FIFA gepaart mit GTA-Elementen. Andere Leute nennen es Rocket League.